Gaststätte Bocklage am Dienstagabend. Die Gewerbetreibenden der Gemeinde Holdorf heißen das Jahr 2017 willkommen beim Neujahrsempfang. Bürgermeister Dr. Krug begrüßt die geladenen Gäste. Das ist eine Idee, die vor 21 Jahren geboren wurde, weil die Gemeinde gesagt hat, was wäre eine Gemeinde ohne wirtschaftliches Rückgrat? Und da die hiesigen Gewerbetreibenden zum übergroßen Teil die Finanzlage der Gemeinde bestimmen, wurde vor 21 Jahren die Idee geboren, dann lass uns doch als kleines Dankeschön der Gemeinde uns auch mal alle Gewerbetreibenden einladen und sie dann auch entsprechend bewirten und beköstigen, um einfach mal Dankeschön zu sagen. Gastrednerin ist Silvia Breher vom Landvolk Vechta. Sie berichtet über die Landwirtschaft heute. Ihr Anliegen? Auch 2017 muss es eine lebhafte Kooperation zwischen Wirtschaft und Landwirtschaft geben. Wirtschaft und Landwirtschaft war das Thema, Partner oder Gegner. Und für mich gibt es keinen Gegner, sondern nur eine Gemeinsamkeit. Denn wir sind eine Region und die Wirtschaft und die Landwirtschaft gehören zusammen. Und jeder ist auf den anderen ein Stück weit angewiesen, um das zu erreichen, was unsere Region letztendlich auch darstellt, nämlich eine Wirtschaftsregion, wo die Agrar- und Ernährungswirtschaft einen wesentlichen Anteil an dem Gesamtkonzept hat. Anschließend zieht der erste Bürger der Gemeinde sein Resümee über das vergangene Jahr. Vor allem im Bereich Wirtschaft ist die Gemeinde im Landkreis Vechta wieder einmal gut aufgestellt. Das freut die Gewerbetreibenden. Natürlich ist die Gesundheit im Vordergrund, aber insgesamt denke ich, ist die Landwirtschaft und auch die Wirtschaft auf dem richtigen Weg. Hier in Holdorf. Ich wünsche mir, dass die Betriebe zusammenstehen, dass die Wirtschaft zusammensteht, dass die Bürger zusammenstehen, dass die Vereine die Integration weiter so toll unterstützen und dass man sich einfach wohlfühlt in der Gemeinde. 2016 war ein gutes Jahr für die Gemeinde Holdorf. Dieser Trend soll auch im Jahr 2017 anhalten. Neue Investitionen von rund 8 Millionen Euro sollen das Ihre tun, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen.